Da ist er. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Familie!
habe kein Geld, also nimm meinen Gang. Unter das Segel! Sieh nur! Treibt uns!
Position. Wir gehen hier an Land. Es gibt viel zu tun und so viel Unbekanntes am Horizont. Warum wurde sie gestohlen? Ausgerechnet die, von all den Dingen hier. Du sagtest, jemand hat etwas gestohlen? Jemand hat etwas gestohlen? Sieh dich um! Banditen haben fast alles mitgenommen. Und was das Schlimmste ist, auch die Vase meiner Familie. Nach so vielen Generationen. Einfach fort! Ich trage etwas von meiner Mutter bei mir. Ich weiß den Wert von Familienerbstücken zu schätzen. Es ist komisch, dass Objekte echte Gefühle in uns hervorrufen können, nicht wahr? Wie viel ist dir die Vase wert? Ich würde eine beträchtliche Summe dafür bezahlen. Eine äußerst großzügige Summe. Traust du dir zu, meine Vase zu finden? Ich finde deine Vase, aber ich brauche einen Anhaltspunkt, wo ich suchen soll. Sprich mit meinen Sklaven an den Lagerhäusern. Er sollte sich umhören, ob die anderen Sklaven in der Gegend etwas wissen. Hoffentlich hat er etwas herausgefunden. Ich komme wieder, wenn ich die Vase habe. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun? Dein Herr sagte, du hättest vielleicht etwas über die Vase erfahren. Habe ich.
Doch ich brauche etwas von dir, bevor ich darüber reden kann. Ich habe eine Vereinbarung mit deinem Herrn. Wir stehen auf derselben Seite, also sag mir, was du brauchst. Du bist eine Rose unter Unkraut. Was brauchst du? Wenn du die Vase beschafft hast, dann sag meinem Herrn bitte, dass ich den Banditen den Tipp gegeben habe. Warum solltest du das wollen? Nach der Sommersonnenwende will mein Herr mich freilassen. Aber ich will nicht gehen. Wenn ich eine Teilschuld für das Verbrechen übernehme, kann ich ihm meine Dienste als Wiedergutmachung anbieten. Das ist lächerlich. Aber ich denke darüber nach. Nun, erzähle mir von den Banditen. Die anderen Sklaven aus der Gegend sind sicher, dass Banditen von den nördlichen Ausläufern des Berges Ori für die Überfälle verantwortlich sind. Die nördlichen Ausläufer des Ori. Kannst du mir auch noch etwas genauer sagen, wo ich suchen soll? Die Sklaven sprachen von einer Kupfermine in der Gegend. Dort würde ich mich verstecken, wenn ich ein Bandit wäre. Ich bin neugierig. Warum freust du dich nicht über deine Freiheit? Bei meinem Herrn habe ich eine Aufgabe, Verantwortung, Essen und ein Dach. Das hätte ich alles nicht, wenn ich allein wäre. Verstehst du? Wenn du frei bist, kannst du all das erwerben, weißt du? Wir haben verschiedene Lebensumstände und Fähigkeiten, Söldner. Und hier habe ich nun mal die besten Überlebenschancen. Ich finde die Banditen und hole die Vase deines Herrn. Und bitte vergiss unser Gespräch nicht, wenn du sie ihm zurückgibst. Die Banditen sind in den Nordausläufern des Ochi. Da ist sie, die Kupfermine. Die Mine. Wenn der Sklave recht hat, ist die Vase hier. Yeah!
Dafür töte ich dich. Einer alten Vase. Es ist doch nicht zu fassen, dass ich für den Sklaven lügen soll. Hast du meine Vase? Ja. Großartig. Wer hatte sie? Es waren Banditen, die sich in der Kupfermine im Norden versteckt hatten. Nun, ich hab sie wieder. Also gibt es noch Gerechtigkeit. Hier die versprochene Belohnung. Weißt du, dein Sklave ist sehr loyal. Du hast ihm zwar seine Freiheit geschenkt, aber vielleicht behältst du ihn bei dir. Er würde das auch wollen. Ist das wahr? Du willst bleiben? Ja, das möchte ich. Warum hast du dann nichts gesagt? Ein Sklave darf Anweisungen nicht in Frage stellen. Stimmt das nicht, Söldner? Auch wenn du ein Sklave bist, gehört dein Leben immer noch dir. Du hättest einfach fragen sollen, ob du bleiben darfst. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung, Meister. Es wird nicht nochmal vorkommen. Es ist vergeben. Alles kam, wie es kommen sollte. Tausend Dank, dass du meine Vase zurückgebracht hast. Gut, dass du nicht gelogen hast. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich bin froh über das, was du getan hast.